Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Call of Duty Black Ops Cold War. Stellung. Genau, Stellung. Rush 24-7 ist am Start. Ziel einnehmen. Und das finde ich gut. Das finde ich Stellung sogar sehr gut. Identifiziert. Denn die Der Map Bund hat macht die Stellung. Echt Laune. Neutralisiert. Okay. Na dann. Oh, mal wieder ein bisschen die. Ach, das ist ja hier dieses Aufgeputsch-Zeugs. Ach, du Schande. Oh, oh. Da fühlt man sich immer so genötigt, nach vorne in irgendwelche unnötigen Situationen zu rennen, ne? Hm. Na gut. Aber ja, noch einer. Den habe ich zu spät gesehen. Den kann er ja nicht nachladen brauchen. Das ist ja Blödsinn. Wie auf Speed der Kollege hier. Die LCC macht aber auch echt Sachen, ne? Lol. Wie schnell man mit dieser Waffe auch Leute mähen kann, ist schon ganz schön heftig. Da werde ich wohl nochmal nachschauen müssen. Die nochmal ein bisschen weiter testen, glaube ich. Aus seiner Zeit. Leute, ich sehe das schon wieder. Geht mal an. Aus der Hüfte hat er mich schneller gekillt als ich mit dem Sturmgewehr. Stellung wurde gesichert. Sollte das immer so sein? Ich weiß das nicht. Feinde haben die Stellung erobert. Feindliche Spionageflugzeug im Anflug. Das ist manchmal sehr merkwürdig. Aber das gehört zum Konzept von Activision, glaube ich, dazu. Sehr merkwürdig zu sein. Ja, manche Sachen versteht man halt nicht so sehr, nicht so wirklich, nicht so ganz. Stellung identifiziert. Aber muss man vielleicht auch gar nicht. Oh, räudiger Camper, ey. Aber auch nur dank meinem Teammate mitbekommen, dass der Hort innerlich, ne? Eben sonst auch voll in die Arme gerannt. Mann, Mann, Mann. Piep, 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 piep. Wecker klingelt. Auf den. Stellung identifiziert. Wir haben die Stellung erobert. Schon wieder von dieser Dreckswaffe. Ich werde hier irgendwie andauernd von dieser LCC im Mete. Also gefühlt ist es jetzt schon irgendwie 20 Mal passiert. Das war sehr knapp. Stellung wurde gesichert. Also Vergeltung fühlt sich immer sehr gut an. Aber wie schnell der Kollege denn auch nachlädt, wenn er auch Ecstasy, Speed und Kokain und Coca-Cola ist. Zu allem Überfluss auch noch die komplette Zuckerdröhne, oder? Das ist ja auch geil. Schon wieder diese Dreckswaffe, Mann. Die scheint echt sehr beliebt zu sein, ne? Ja, muss ja auch einen Grund haben, ne? Stellung lokalisiert. Feinde haben die Stellung erobert. Muss ja auch einen Grund haben. Bestätigt. Der liegt ja wieder schön in seiner Ecke. Feindliches Spionageflugzeug im Anflug. Stellung lokalisiert. Vorräte unterwegs. Upsi. Aber momentan macht mir die UBZ, oder generell gesagt, eigentlich kann man das auch sagen, einen besseren Eindruck als die C58. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie fühlt sie sich besser an. Wie vielleicht an der Farbe.
Nein, da war ja unangenehm, steht ja. Oh, bleib aber erstmal schön stehen, wa? Damit er mir ganz in Ruhe killen kann. Super. Ist super. Kingback wurde mal nicht von der LCC gekillt, was ist da los? Stellung wurde gesichert. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Stellung verloren. Was, wie, wo, wann? Achso, okay. Entschuldigung. Sonst mal hier lang laufen. Ganz vorsichtig. Und da haben wir sie wieder. Wahnsinn, was man mit diesem Ding anrichten kann. Haben die Stellung verloren. Sind die vielleicht doch ein kleines bisschen zu stark? Hm. Möglich ist es ja, ne? Das war jetzt aber auch nicht so schlecht. Das war rein vom Kugelschaden her. Die macht auch Sachen hier, auf jeden Fall. Feindliches Spionageabwehrflug. Lol. Also wieder mal. Aber schon alleine, weil so extrem viele mit einer Waffe rumlaufen, melde ich ja immer dazu, eine andere Waffe zu nehmen, ne? Das ist mir dann irgendwie immer auch zu doof, irgendwie nur weil alle diese Waffe spielen, weil sie gerade momentan sehr stark ist, dann auch diese Waffe spielen zu müssen. Hallo? Oh, das war halt aber ein bisschen. Du Leggy hier irgendwie, ich weiß nicht, ob man nicht auf der Aufnahme dann aussieht. Ey, was komisch. Oder? Guckt's auch komisch aus. Wie so ein starker Input-Lag oder sowas. Wer weiß, wer weiß. Die momentane Internetleitung ist ja hier auch nicht so wirklich geil. Granate geworfen. Stellung lokalisiert. Okay. Da kommen dann auch nochmal welche. So, oh, schon vorbei. Das ging aber auch wieder schnell. Oh, ich glaube, so schlecht lief es gar nicht, oder? Aber die hat halt auch nur einen optischen Recoil bei ihm, ne? Kümmer und Korn wackelt schon so ein bisschen, aber die Kugeln gehen trotzdem sehr linear, ne? Hm. Ah, könnte durchaus möglich sein, dass es wieder ein Controller-Spieler war. Welcher das. Was war denn das? Bio 3? Bio 3. So sehr stark mitbekommen, diese VMP. Die ja irgendwie mit Maus und Tastatur irgendwie deutlich schwieriger zu kontrollieren war als mit einem Controller. Warum auch immer. Da hat man dann auch das Gefühl gehabt, dass das immer irgendwelche Cheater waren oder sowas. Weil man mit dem Stick das perfekt ausbalancieren konnte. Vielleicht ist das ja hier auch so. Wer weiß, wer weiß. So, ich habe wieder irgendeinen Aufsatz bekommen, ne? Was auch immer das jetzt war. Was hat man hier überhaupt? 12. Das, oh, okay. Dafür horizontal. Ah ja, hier auch. Okay. Naja, bringt aber trotzdem nicht viel. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Jetzt die Frage, kommt hier überhaupt noch irgendwas, was ich unbedingt haben will? Jo. Der ist auf jeden Fall geil. Der hat was. Boah, sieht ja nicht so schlecht aus. So, was haben wir? Nein, 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 nein. Komm ich noch raus? Ja, oh, ja, aber knapp, wa? Das war aber super knapp. Aber pass auf, das ist jetzt hier Karma Level Expert und ich werde in dem Team das Match gefecht reingeworfen, oder? Mal gucken. Dort auf jeden Fall einen kleinen Moment. Gut, dann sehen wir uns wieder in Runde Nummer 2. So, dann sind wir jetzt auch gleich in Runde Nummer 2. Der wollte mir tatsächlich nochmal in den Team das Match Gefecht reinwerfen, ne? Abschuss bestätigt. Das war schon ziemlich geil. Zum Glück noch keine begonnene Lobby.
sondern das Spiel wollte erst noch starten. Lol, das war geil. Schade, den haben wir dann nicht auch noch mitbekommen, aber sehr geiler Start. Das muss man ja auch mal so sagen, hieß es. No. Spiel läuft auf jeden Fall wieder ein bisschen stabiler. Wo auch immer oder woran auch immer das lag, dass es mal nicht so stabil lief. Einen Treiber habe ich jetzt auf jeden Fall keinen anderen. Kann auch wirklich sein, dass die Server den Tag halt einfach keine gute Laune hatten, ne? Und dann so, nö. Heute nicht, du. Oh, nö. Oh Gott, was da kommt denn da an ihr Rand? Hat sie auch schon in so einer Pre-Fire angefühlt irgendwie, ne? Rumgeguckt, tot. Die laufen beide hoch, ne? Okay. Dann laufen wir mal hinterher. Seht ihr nicht? Jetzt hab ich ihn gesehen. Licht aus. Ja. Ja doch, lass mal wieder hier lang laufen. Nee, das ist mir schon mehr zu viele. Das ist mir auch viel zu blöd, wenn da schon 30 Leute stehen, da dann auch noch mit hinzulaufen. Das macht man nicht, oder? Naja, quitt nicht. So klassische Lemming Train. Ah, die Lemminger waren schon cool. Lol. Na, hast du ja schön gewartet. Nee, hat er nicht, okay. Felix, diese scheiß Macke war im Weg. Naja, okay. Wegen so der komische Pumpe brauchst du auch nicht wirklich was sehen. Da hast du sowieso keine Chance. Glücklicherweise ist in diesem COD dieses Dreckszeugs nicht so ganz stark vertreten, ne? Weil es halt keine eigene Klasse gibt. Mit Pumpgun. Das finde ich sehr geil. Das muss man ja auch mal sagen. Hier gibt es ja Teile, wo gerade auf solchen kleinen Maps hier irgendwie nur Pumpguns genommen werden. Was ja auch irgendwo verständlich ist, weil es sind ja relativ kurze Distanzen hier. Aber das nervt aber auch manchmal. Spritze hat dann irgendwie nicht mehr gewirkt. Ah. So ist das halt, ne? Das war geil. Neutralisiert. Uha, das ging schnell. Die AK, ne? Ja. Die AK hat aber auch einen heftigen Kugelschaden, ne? Aber Kümmern Korn ist diesmal echt klein geraten, irgendwie bei der AK, wie ich finde. Und das ist dann irgendwie. Nicht so sehr viel Bock drauf. Ich glaube tatsächlich hier mit der QBZ habe ich schon ein Sturmgewehr gefunden, das man auf jeden Fall hier und da mal spielen kann. Was jetzt nicht irgendwie funktioniert und irgendwie gerade so, ja, man macht ja auch schon mal Kills. Ich komme damit irgendwie ganz gut klar. Ah, es liegt halt auch wieder sehr viel an Kümmern Korn, ne? Das ist bei mir schon immer wichtig gewesen in einem COD, dass ich entweder ein geiles Visier brauche oder eben gutes Kümmern Korn. Macht die CIA stolz.
Das ging aber auch wieder schnell. Okay. Ah, die hat mal das Visier drauf, was ich mir mal bei der D58 draufpacken wollte, ne? Oh, geil. Das sah wirklich interessant aus, das Visier. Oh, hallo? Kommst du noch immer her? Das hat natürlich was, ne? Oh, wenn ich diesen Typen hier oben mal sehe, diese Puppe, diese Schild, was auch immer, kriegt er jeder mal hinschießen, ne? Das ist ähnlich wie bei den Nuketown mit diesen Puppen. Das ist schon cool. Näherungsmine ist scharf. So, sind wir hier immer in der Reihe rumgelaufen? Oh. Was? Hab den nicht gesehen, ne? Lass uns mal kurz hier hinstellen. Und hocken. Und sterben. Ja, ah, aber genau. Sehr gut. In der halben Sekunde, wie das Spiel noch läuft, ne? Doch, frag dich, warum ihr das schon wieder wusste. Hm. Das ist manchmal ein bisschen komisch, ne? Diese Sounds, ey. Alter Schwede. Was ist das für ein Amokläufer? Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht. So, Stufe 40 im Battle Pass erreicht. So, für meine Fälle ist das schon relativ weit, oder? Neuer Unterlauf. Eine schöne Quote auch. Ist auch schon mal echt erfolgreich gewesen, ne? Was war das jetzt hier Unterlauf? Okay. Ah ja, guck mal, genau. Wir haben ja jetzt hier horizontal. Das ist horizontal tatsächlich auch ein ganz kleines bisschen besser. Und zudem ein ganz kleines bisschen mehr die Vertikale verbessern. Ein Bewegungstempo beim Föhren ist mir nicht ganz so wichtig. Oh. Haben wir auf jeden Fall wieder was gefunden für die QBZ, oder? Finde ich ja nicht so schlecht. Oh, aber so lassen wir das dann mal, würde ich sagen auch. Aber sprechen ist dann auch schon wieder irgendwie so, nee. Das ist halt Sonntag, Mittag war. Da ist dann irgendwie so, ist halt Sonntag. Ne? Und so. Mit den Worten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.